Gemeinsam für eine bessere Kommune. Das ist der Slogan der Merker Brandenburg. Hallo und herzlich willkommen zum Visit Fläming Podcast, deinem Podcast für die Reise- und Erlebnisregion Fläming. Mein Name ist Mario und ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Nach unserem Motto Lust auf mehr Fläming hörst du die Folge 19 des Visit Fläming Podcast, wozu ich dich sehr herzlich begrüße. Die Straßenlaterne vor deiner Wohnung flackert schon einige Tage und jeden Abend, wenn du aus dem Fenster schaust, bist du davon genervt. Nur um diese Zeit erreichst du niemanden mehr im Amt, dem du das melden könntest. Am nächsten Morgen aber ist die Laterne schon wieder vergessen und erst am Abend flackert sich das Straßenlicht wieder in dein Gedächtnis. Oder du bist mit deinen Kindern auf dem Spielplatz und die Mülleimer sind zum Überlaufen, aber niemand leert sie. Es gibt sicherlich eine Vielzahl von Beispielen, die jedem von uns einfallen, wo uns etwas in unserem Umfeld auffällt, was behoben werden sollte. Das Land Brandenburg hat dafür eine interessante Lösung entwickelt, die wir sehr spannend finden und dir hier vorstellen möchten. Zugegebenermaßen ist das heutige Thema keines, was sich nur auf unsere schöne Reise- und Erlebnisregion Fläming begrenzt. Vielmehr ist es für das gesamte Bundesland Brandenburg relevant. Die Idee, die wir hier vorstellen möchten, heißt Merker Brandenburg. Bereits im Jahr 2009 wurde unter Federführung des damaligen Ministers Jörg Schönbohm eine Rahmenvereinbarung Bürgerservice Merker unterzeichnet, mit der das Projekt in den drei Pilotkommunen Rüdersdorf, Rathenow und Mittenwalde startete. Die Idee hinter dem Projekt Merker Brandenburg ist recht einfach. Jeder Bürger hat die Möglichkeit, festgestellte Probleme im öffentlichen Bereich, abgelagerter Müll zum Beispiel, Straßenschäden oder eben eine defekte Straßenlaterne, schnell, unbürokratisch und unkompliziert über die Internetplattform der Merker Brandenburg an die zuständige Gemeinde bzw. Stadtverwaltung zu melden, sofern diese an das Projekt angebunden ist. Derzeit beteiligen sich ca. 121 Brandenburger Kommunen am Projekt Merker, darunter auch fast alle Brandenburger Gemeinde- und Stadtverwaltungen aus der Reise- und Erlebnisregion Fläming. Landesweit sind seit Beginn des Projekts schon mehr als 181.800 Hinweise über die Plattform eingegangen, Stand ist Mai 2021. Die Liste aller teilnehmenden Kommunen findest du auf der Internetseite, die wir dir hier im Blogartikel verlinken. Aber wie funktioniert Merker Brandenburg eigentlich? Nehmen wir unsere flackernde Straßenlaterne vor dem Wohnzimmer, die uns wieder am Abend nervt. Über die Internetseite www.merker.brandenburg.de können wir die Laterne nun ganz einfach melden. Wir suchen uns das zuständige Amt heraus und klicken auf den Button Hinweis geben. Die dann erscheinende Maske ist selbsterklärend und einfach auszufüllen. Wo, was und wer wird gemeldet? Der Ort lässt sich über ein Menü sehr komfortabel auswählen. Was wird gemeldet? Hier gibt es Möglichkeiten einer ausführlichen Beschreibung und es kann ein Foto angehängt werden, sodass das Amt, das dafür zuständig ist, schnell einen Überblick über den Sachstand vor Ort hat. Und wer meldet? Hier ist eine E-Mail-Adresse, ein Name und eine Telefonnummer anzugeben. Diese Daten werden natürlich nicht veröffentlicht und die E-Mail-Adresse dient dazu, dass die Verwaltung eine Rückmeldung geben kann. Ist das Formular versendet, bekommt es die zuständige Verwaltung zugestellt und leitet entsprechende Maßnahmen zur Behebung des Problems ein. In der Rahmenvereinbarung von 2009 wurde festgehalten, dass die Verwaltung möglichst innerhalb von 3 Werktagen Informationen über die Problembehebung bzw. den weiteren Verfahrensweg geben soll. Über ein Ampelsystem kann jeder den Bearbeitungsstand einsehen. Rot ist die Ampel bei Neueintragungen, die noch nicht von der Verwaltung gesichtet wurden, oder bei Eintragungen, die angenommen wurden, wo die Bearbeitung aber noch aussteht. Gelb ist die Ampel, wenn es Informationen zum Sachstand von der entsprechenden Fachverwaltung gibt.
Diese kann jeder einsehen. Gelb-grün wird die Ampel, wenn die örtliche Verwaltung das Problem nicht beheben kann. Zum Beispiel, weil es die Angelegenheit eines privaten Eigentümers ist oder eine übergeordnete Behörde dafür zuständig ist. Grün zeigt dir an, dass der gemeldete Sachverhalt bearbeitet ist und die Störung im Idealfall behoben wurde. Der Fall ist somit abgeschlossen. Die Welt wird immer mobiler. Alternativ zur Internetseite stehen mit der Merker-App, eine kostenlose App für Android, iOS und Windows Phone zur Verfügung, die du dir im jeweiligen Store kostenlos herunterladen kannst. Das macht das Melden auch von unterwegs noch viel einfacher und schneller. Alle Informationen sowie Links zur App findest du ebenfalls auf der Internetseite der Merker, die wir dir hier in den Shownotes verlinken. Wir finden, dass das eine tolle Idee ist, um das Miteinander einfacher zu gestalten. Findest du das Projekt ebenfalls interessant, deine Gemeinde nimmt aber noch nicht daran teil, dann weise sie einfach auf das Projekt hin und teile ihnen die Kontaktdaten für eine Anmeldung mit, die wir dir ebenfalls im Blogartikel verlinken. Wir hoffen, dass dir unsere kurze Vorstellung der Merker Brandenburg Plattform sowie der App gefallen hat und du diese Möglichkeit für dich nutzen kannst, um dein Umfeld noch schöner und lebenswerter zu gestalten. Wenn du die Merker Brandenburg Plattform oder App schon kennst, hinterlass uns gerne einen Kommentar auf Facebook oder Instagram, wann, wie und wo du sie genutzt hast. Die Inhalte aller Podcasts kannst du nochmal in Ruhe nachlesen. Die Blogartikel dazu findest du auf unserer Internetseite www.visitfleming.com, Fleming mit AE. Und um keine weitere Folge zu verpassen, abonniere gleich den Visit Fleming Podcast. Und wenn dir der Podcast gefällt, freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei iTunes. Und wir möchten dich noch bitten, den Podcast mit Freunden und Bekannten zu teilen. Das geht ganz einfach per WhatsApp oder Telegram. Hilf uns, viele Menschen zu erreichen und für den Fleming zu begeistern. Dafür danken wir dir herzlich. Vielen Dank für deine Zeit und fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Dein Mario.